Auch direkt vor unserer Haustür und damit mitten im Herzen des Bayerischen Waldes lassen sich Körper und Geist in Einklang bringen. Sowohl für Touristen als auch für Einheimische ist der Silberberg in Bodenmais seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Ort der Entspannung, gleichzeitig aber auch Erlebnis und Action für die ganze Familie vereint. Der Silberberg ist Naturberg und Erlebnisberg in einem. Wer die Natur liebt, der ist hier am Gipfel richtig aufgehoben. Der hat einen tollen Blick nach Bodenmais hinter mir oder zu den umliegenden Bergen wie den Rachel, den Keitersberg oder dem Aber. Entspannt zum Gipfelkreuz geht's mit der Bergbahn. Wanderfreunde können auch zu Fuß die Spitze erklimmen. Oben angekommen in 955 Metern Höhe lässt sich der Alltag besonders gut vergessen. Wem das alles aber zu ruhig ist, der kann es auch richtig krachen lassen. Wer die Action liebt, der kann die Tubingbahn benutzen, der kann Sommerrodeln, der kann im Klettergarten klettern oder viele andere Spielgeräte nutzen. Für alle ist etwas geboten, für die ganze Familie. Meter Fahrspaß für Jung und Alt, ob blitzschnell oder gemächlich. Die Geschwindigkeit bestimmt jeder selbst, ganz im Gegenteil zur Tubingbahn. Auch bei schlechtem Wetter ist auf dem Silberberg einiges geboten, beziehungsweise im Silberberg. Denn im Inneren befindet sich das historische Besucherbergwerk Bodenmais, das urkundlich erstmals 1313 erwähnt wurde. Hier wurde im Mittelalter Silber abgebaut. Später hat man dann das Eisenerz zu Polierrot verarbeitet. Es kommen jährlich zwischen 80.000 und 100.000 Besucher zu uns und sie erwarten einen Rundgang von ungefähr 1 Kilometer. Im Inneren kühlt die Luft bis auf 5 Grad ab. Durch die vielen Stollen und Öffnungen herrscht im Bergwerk ein Reinstluftklima. Deshalb wird dort auch eine Stollentherapie angeboten, die bei chronischen Atemwegserkrankungen wie etwa Asthma helfen soll. Und auch im sogenannten Barbara-Stollen gibt es noch viele spannende Dinge zu entdecken. Es geht los mit den unterirdischen See. Das Wasser wurde zum Feuersetzen verwendet. Wir gehen durch den Berg durch, dann sieht man einen alten Doppelkolbenkompressor, eine alte Bergschmiede. Man sieht den Bremsberg, da wurde das Erz von oben herunter befördert. Man sieht das Abteufen 3, da hat man dann das Erz aus den unteren Stollen hochgezogen. Am Schluss sieht man dann noch einen Bohrhammer, der auch noch im Betrieb ist. Ob tief im Inneren des Berges oder ganz oben auf der Spitze. Der Silberberg im Bayerischen Wald hat für jeden etwas zu bieten. Getreu dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?